Willkommen.
War jemand von Ihnen letztes Jahr beim Familienkonzert? Ja. Für die, die das vielleicht noch in Erinnerung haben, also für mich fühlt es sich an, als ob ich nicht weg gewesen wäre. Und da haben wir nämlich das, was wir beim letzten Jahr auf dieser Bühne gespielt haben, das letzte Stück, habe ich quasi von mir selber geklaut und habe darauf jetzt ein neues Stück geschrieben. Also wir haben quasi angeknüpft direkt am letzten Jahr. Genial, hoffe ich. Naja, gut. Und wir haben gehört, Elin Andersson an der Trompete. Karin Hammer an der Posaune. Oh ja. Und Nicole Johantgen am Saxophon. Allerdings habe ich es mir nicht nehmen lassen, um das allererste Solo am Abend von niemand anders als dem Echo-Preisträger Eva Kruse am Bass spielen zu lassen. In einer idealen Welt ist so ein Konzert, hat von allem was dabei, was Fröhliches, was zum Weinen. Und ich hatte im Vorwege einen besonderen Wunsch gehabt für etwas Fröhliches. Das haben wir jetzt gespielt, das ist jetzt vorbei. aber wahrscheinlich kommt auch noch was Fröhliches später. Jetzt machen wir weiter, werden wir Marlin Wettring am Tenorsaxophon featuren mit dem Titel Dag Bever. Das heißt holländisch und geht, ich habe da ein schlechtes Gewissen von mir abgeschrieben sozusagen, wegkomponiert. Dag Bever.
Ja, yeah, Marlin Wettrich. Es ist das Schwierigste bei für mich als Musiker ist es, jetzt auch noch in so einer Position zu stehen und den Laden zu leiten, weil ja, da ist man für geboren oder nicht, und ich glaube, ich bin da nicht für geboren, aber ich habe mir das so langsam angeeignet, aber das würde nicht gegangen sein ohne die Unterstützung von dieser unglaublichen Band. Ich möchte einmal, I have to say this in English, I'm just thanking you guys for this great support. I couldn't have done it without you. One applause, please, for this wonderful band. Und nun ist das so, dass mir manchmal dann vor Aufregung Sachen passieren, wie, dass ich mir genau überlegt habe, wen ich wann ankündige und wer wann auf die Bühne kommt und wer wann runtergeht. Und das habe ich eben 1A vermasselt, weil wir haben nämlich etwas ganz Besonderes, das hat nicht jeder, nämlich ein Cello. Wahrscheinlich haben Sie gesehen, wie eben aus dem Nichts eine Person einfach an ihren Platz gegangen ist, die ich hätte ansagen müssen. Das mache ich jetzt. Wir haben das große Vergnügen und die große Ehre, Nayeon Han mit bei unserer Big Band am Cello begrüßen zu dürfen. Und spielen jetzt ein Stück, das sich für jeden Menschen, der in der Stadt lebt und dieses Gewusel und das schnelle Durcheinander, wer das ja, in der Musik wiedererkennen kann, der hat gewonnen.
Fred Diaz on percussion. Und Karin Hammer und Anne-Sophie Söderquist. Thank you.
Larsson. Sandra Hempel. Und Anna Lund am Schlagzeug. Nun hab ich noch mal die Ehre, noch zwei, das sind alles unglaubliche Musikerinnen sowieso, alle. Ja. Ich wollte gerade sagen, sie können nicht nur kochen, auch bügeln, sondern auch alles. Aber das habe ich nicht gesagt. Ann-Sophie hatte ja die Big Band letztes Jahr mit ihrer Musik geleitet. Und das, ja, nun sitzt sie auch da und spielt mit. Das ist natürlich auch nochmal eine große Ehre für mich. Und Hildegün ist ja auch immer gerne mit ihrem Goathorn dabei. Ja. Und da habe ich ein Stück für die beiden geschrieben, was wieder etwas trauriger ist. Tut mir leid, jetzt wird es wieder ein bisschen trauriger. Ich würde natürlich gerne behaupten können, dass ich so die Komponisten wie Schostakowitsch und so richtig ausgecheckt habe und dass ich daraus schöpfe und so, aber ich lehne mich nur daran an. Ich habe es nie wirklich ausgecheckt, aber ich lasse mich gerne inspirieren daran. Also wir versuchen hier ein Gemisch zwischen Popmusik, Jazz, Klassik und sowas hinzubekommen. Ja? Ich höre meinen Namen. Achso, okay. Gut. Mit dem Titel Stalemate. Thank you.
Hildegard Neuseth und Ann-Sophie Söderquist. Bei dem nächsten Stück, zu dem nächsten Stück müsste ich auch noch was sagen. Und zwar kommt dann wieder die Sängerin, unsere Sängerin Lena auf die Bühne. Und mit der habe ich für dieses Projekt eine großartige Zusammenarbeit haben dürfen. Das Internet macht es möglich. Sie schickt mir Worte, ich mache Musik unter die Worte. Und das Ganze können wir hier jetzt präsentieren. Und das hat auch andersrum funktioniert. Ich habe ihr ein Stück von mir geschickt, da musste sie dann einen Text drauf machen. Und das ist ja eigentlich ganz schön heikel, dass man seine Stücke, die eigentlich schon fertig im Kopf sind, nochmal um etwas ganz Prägnantes erweitern lässt, den Text, der sagt ja einiges aus. Aber sie hat es geschafft, genau meine Musik mit dem richtigen Text zu versehen. Und andersrum machen wir das jetzt so. Wir spielen ein Stück, wo ich die Musik geschrieben habe, unter einen Text von ihr wiederum. Allerdings nicht ohne den großen Cello, den Moment, das Moment? Hilfe? Den großen Cello-Moment. Also, Lena Swanberg, bitteschön. Couldn't save them all, the ones you left behind. But keep on wanting more until there is nothing left. Another day, you'll see me traveling your dreams. Just like the tide will turn your head towards the bluest sky. Couldn't tear those walls, the ones you left behind. But still you hear love's call until there is nothing left. Concrete on the sidewalk, scattered where we go. A broken wall is always bound to make us fall. So when you take your love and hold it in your heart, you take whatever's broken and go back to the start. Thank you.
Thank you.
Nayon Han am Cello. Yes. Antje Rösler am Klavier. Bevor wir jetzt unser letztes Stück spielen, ja, das ist schon wieder das letzte Stück, möchte ich doch einmal noch die ganze Band vorstellen. Wo fangen wir denn mal an? Ich mache das per Section, dann können Sie ausrasten und dann wieder die nächste Section, ausrasten, nächste Section. Nicole Johentgen, Shannon Morday, Marlin Wettring und Elin Larsson. Die Posaunen, Bodil Hallgren, Mimi Hammer, ja, das ist die Schwester, Karin Hammer und Lisa Stick an den Posaunen. Ann-Sophie Söderquist, Alexandra Niesen, Elin Andersson und Hildegen Euset und an der Liedtrompete, unglaublich, wie heißt die nochmal? Birgit Kjus. Ja. Lisbeth Diers, Anna Lund, Eva Kruse, Sandra Hempel und Antje Rösler in der Rhythmusgruppe. Und Lena Swanberg, Gesang und Nayon Han, Cello. Vielen Dank. Und natürlich möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bedanken bei all den Mitarbeitern und bei Nils Landgren natürlich und bei all den vom Schleswig-Holstein Musikfestival Jazz Baltica, die uns das möglich machen, die mir das möglich machen. Das war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Vielen Dank und auch an die die ganzen Dankesreden, die man jetzt kommt, können Sie sich, die sage ich jetzt quasi. Also vielen Dank an alle. Sky.
Tina Thompson. Okay, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Ja, klar, natürlich. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass diese unglaublichen Musikerinnen hinter mir auch CDs selbst gemacht haben. Die sind auch alle da hinten noch anzugucken, mit nach Hause zu nehmen. Auch ein paar Stücke von heute Abend. Noch nicht in dieser Besetzung, aber wer weiß, das könnte ja noch eines Tages passieren. Vielen, vielen Dank und noch ein schönes Festival. Oh, yeah.
opposed.